Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4, die 100 Bibi Challenge. Ein neuer Tag. Mutti steht auf. Voller Tatendrang. Steht sie auf. Du darfst mal ein bisschen aufräumen. Und dann Frühstück servieren. Heute gibt's mal Spinatfrittata. Und heute steht das nächste große Ereignis an. Ich weiß nicht, ob wir das diese Aufnahme schon schaffen oder erst in der nächsten. Elena wird zum Teenager. Und ich weiß, ich habe das schon mehrfach gesehen, Teenager können schwanger werden. Und genau darauf habe ich es abgesehen. Einfach aus dem Grund, damit ich mit den Babys weitermachen kann. Oh, gucke mal hier. Unsere Veronika ist auch schon munter. Veronika geht jetzt erstmal auf die Toilette und duschen. Ansteckend. Oh, gut. Und Zähne putzen. Veronika ist so jemand, die könnte dann bestimmt als Diebmer durchgehen. Du brauchst ein bisschen Spaß, mein Schatz. Was machen wir denn mal mit dir? Du kannst erstmal eine Runde spielen. Hier ist Klo wieder verstopft. So. Aber du bist auch krank. Das ist okay. Ist das Ding wieder kaputt? Oh, hier blinkert's. Hallo? Ja, die kann das ja auch nicht, sondern die. Sehr schön. So, Mutti kocht. Da gehst du schon mal raus, genau. Und du gehst ins Bad. Verwenden. Duschen. Zähne putzen. Und das kannst du bitte... Oh, Mobbingzeuge. Ein paar Kinder waren in der Schule gemeint zu einem meiner Freunde. Ich wollte helfen, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Was denkst du, hätte ich tun sollen? Schreite ein und verteidige deinen Freund. Halte dich raus und tröste deinen Freund anschließend. Hole einen Erwachsenen. Schreite ein. So, das kannst du mal in die Waschmaschine stecken. Irene? So, du bist wach? Ja, ja. Geh doch auf Klo. Weißt du, ist gleich hinter deinem Zimmer. Aber ist okay. Zähne putzen. So. Wer hat Hunger? Na, du isst schon Kuchen. War klar. Dann kannst du dir ein Gericht nehmen. Und du darfst dir dann ein Gericht nehmen. Und Mutti darf natürlich frühstücken und sich ein Gericht nehmen. So, solange die... Oh, hier ist schon die nächste wach. Guten Morgen. Und du bist auch wach. Du darfst dir auch jetzt schon ein Gericht nehmen. Und wenn Mutti aufgestanden ist, tut sie das nächste... Nein, 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 nein. Wir tun... Was wollte ich denn? Ach, das geht gar nicht. Na gut. Videobestand ansehen. Tu mal hier Effekte hinzufügen. So, Herzi. Du könntest dann... Ach, weißt du was? Du tust hier ein bisschen üben. Genau, und du bist dann die Nächste, die ins Bad geht. Einmal auf Toilette. Und dann duschen. Und dann Zähne putzen. Was ist denn mit dir, Nirisch? Geh frühstücken. So, wenn Mutti das fertig hat, tut sie hier Wäsche waschen. Ah, ja.
Kinder, die müssen in einer Stunde zur Schule. Du könntest aber bitte mal noch... Oh? Cannabis geraucht. Oh. Du könntest wenigstens schon mal mit deinen Zusatzaufgaben anfangen. Du hast sowieso keinen. So, die Effekte sind hinzugefügt. Das heißt, wir können dann Updates posten, alte Videos promoten und hier noch einmal. Was hat denn das jetzt von der Qualität? Mittelmäßig. Übergänge hinzufügen. Hat der Waschmaschine angemacht? Das ist sehr schön. Aber eigentlich könntest du noch mal durchs Bad huschen. Hm? So. Ah, Junior ist auch wach. Ein Gericht nehmen. Nein, ich schicke die Kinder alleine in die Schule. Dein Geburtstag war großartig. Ich hoffe, dein Geburtstag war großartig. Schnucki Pups, aufhören. So, und der letzte. Und Ben könnte hier mal Freundschaften schließen. Jetzt sind sie nur zu zweit. Komm, mach noch ein paar. Besteht die Möglichkeit, dass dieser Sim krank wird? Hm. Sind das jetzt alle? Nein, ist noch nicht alle. Wie viele Portionen sind denn da noch übrig? 3. Guter Übergang. Das Video ist jetzt schlechter als vorher. Naja, ist okay. Weglegen. Und dann tun wir nochmal hier rein. Und das. Das Video bearbeiten. Können wir auch noch machen. Sehr schön. Ausräumen und zum Trockner bringen. So, wie sieht's bei dir aus, mein Kleiner? Hier geht's ganz gut. Noch musst du auch nicht aufs Töpfchen. Nicht duschen, nix, gar nichts. Alles im Lot. Diese auf allen Sims verteilt 100 Launen ab. Okay. Naja. Freundlich zu Ben sein. Okay. Das kriegt man hin, denke ich. So. Beschleunigen wir die ganze Sache mal ein bisschen. Du könntest eigentlich was lernen. Hat die das Ding hier liegen lassen? Natürlich nicht. Hat sie mitgeschleppt. Ist nicht so schlimm. Tust du mal mit Puppen spielen. Oh, es hat gut geschlafen. Ausgeruht. Hm? Ach Mensch, Hasi. Verstopfte Nase. Ja, das hatte ich auch erst. Aber geht wieder. Wieder alles frei. Gott, was hat sie denn hier gleich vor Puppe hier, die sieht ja aus. Ui. 7000. Das ist eigentlich schon eine gute Zahl. Für ein schönes Kinderzimmer. Muss mal ein bisschen gucken hier. Wenn du damit nämlich fertig bist, kannst du den kleinen Moritz nochmal auf den Topf setzen. Gut. Natürlich setzen wir Moritz nicht auf den Topf. Warum auch? Moritz, hör auf mit Spielen.
Du musst auf den Topf. Sie klingeln. Seltsame Wissenschaft. Das Wissenschaftsexperiment von Julia ist im Labor explodiert. Und es ist ein riesiges Chaos entstanden. Außerdem sind die anderen Schüler total verängstigt. Wir glauben, dass sie es extra gemacht hat. Eine schulische Strafe scheint mir angemessen. Es ist doch nichts passiert. Eine Entschuldigung bei den Schülern ist angebracht. Also ich persönlich, ne? Ich persönlich würde sagen, es ist doch nichts passiert. Woher wisst denn ihr, dass sie das absichtlich gemacht hat? Habt ihr Beweise? Ich weiß nicht, was euer Problem ist. So. Das wäre dann so meine Aussage. Genau, setz dein Kind mal aufs Töpfchen. Dann gehst du selber mal aufs Töpfchen. Und tust einen Trockner. Flusensieb reinigen. Okay, das können wir auch erstmal machen. Und dann machen wir einen Trockner an. Nicht, dass der brennt. Was hast du denn? Krank, Mausi. Und los. Hallo. Ja, du musst warten, bis dein Kind jetzt fertig ist. Ich kann es nicht ändern. Erst das Kind. Jetzt kannst du das Töpfchen alleine benutzen. Siehst du? Töpfchenunfall, Töpfchenunfall. Aufwischen. Polieren. So, dann tun wir das Video noch hochladen. Wir wollen ja schön im Gespräch bleiben und immer schön. So, dann gehen wir hier erstmal alles verkaufen. Oh, ich die Blumen eigentlich noch einstecken? Komm weg. So, ist das? Baldrianwurzel. Einfach weg. So. Oh, auf wegen Töpfchenunfall. Okay. Ich wollte jetzt. Naja, wir warten noch. Ben hat Lena in der Schule getroffen. Ja, Lena wollen wir aber nicht. Puppenhaus Überdruss. Naja, gut. Weißt du was? Du könntest. Es ist jetzt Mittagsschlafzeit, dann machst du erstmal ein Nickerchen. Was? Geschichtezeit? Geschichtenzeit. Oh, cool. Jetzt ist Flusensieb sauber gemacht? Scheint so. Ach so, aber ich wollte trotzdem noch was kaufen. Ein Staubsauger für oben. Es dauert wieder ein bisschen. Ganzen CC, ihr kennt es ja, ne? Und ihr wollt nicht wissen, wie viel ich habe. So, Staubwirbel-Staubsauger von Schluck auf. Wir können auch einen teuren noch nehmen. Ja. Oh, ein Farbbefehl. Ui. Ja, ist gut. Bams. Oh, ich überfordert mit mir in der Welt. So, da muss ich Mutti nämlich nicht mal um die obere Etage kümmern. Das gehört den Teenagern. Also haben sich die Teenager auch drum zu kümmern. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch aus den Garten mitkriegen an Cola. Ah ja.
Okay, immerhin. Die Kinder sind wieder da. Da tut Mutti derweil mal bitte ein abstraktes Gemälde malen. Und... Oh ja, dem ist total langweilig. Ja, deswegen könntest du gleich mal ein energiegeladenes Training machen. Dir geht's relativ gut. Du könntest aber noch mal duschen gehen. Obwohl, du bist oben duschen. Hallo? Du gehst duschen. Und tust du mal eine Runde... Staubsaugen. Und dann haben wir irgendwie Bücher oder sowas in deinem Zimmer. Natürlich haben wir sowas nicht. Kannst du ein Buch lesen? Du möchtest sowieso Bücher lesen. Etwas lesen. So. Haben wir dich. Jetzt nehmen wir dich. Dir geht's gut, Hasi. Du kannst trotzdem nochmal Hausaufgaben machen. Und auch du? Nein, du noch nicht. Oh, was ist denn los? Ende der Welt. Aus Kälte. Kinder hassen es, wirklich krank zu sein, armes Kleines. Ja, kann ich die nicht zum Arzt schicken? Kannst hier Spiele spielen. So. Dir geht's gut, dann machst du jetzt mal bitte deine Hausaufgaben. Dort oben. Okay, das kannst du dann aufräumen und das gibst du gleich mal her. Das tun wir bitte hier draußen hinlegen. Das ist nämlich von Moritz. Jetzt. So, Mutti tut jetzt noch schnell ein Bild malen. Ach, du bist schon fertig. Ja, dann ist okay. Ich überlege, ich habe heute einen Kommentar bekommen unter einer älteren Folge von mir und musste erst mal gucken, was da los war, bevor ich das beantworten konnte. Und habe da so reingeguckt und da gab es das Haus, so wie es jetzt hier ist, gar nicht. Da war hier noch alles zu. Das Bad war noch hier vorne und hier die Miniküche mit dem Tisch hier draußen. Und ich glaube, wir hatten auch bloß ein Kinderzimmer. Also die zwei Zimmer. Und das gab es noch gar nicht. Da war der Garten noch hier direkt an der Hauswand dran. Alter, was ist denn das für ein Pisshörer hier? Das war echt, echt krass, muss ich sagen. So, Moritz, können wir da noch baden? Sehen wir das endlich mal fruchtet hier. Hat er gestaubsaugt? Hat er den Staubsauger jetzt einstecken oder was? Nein. Du kriegst den Joint nicht, den nimmt dir dein großer Bruder gleich weg. So. Geht dir denn jetzt besser, mein Schatz? Ja, dir geht's besser. Mensch, das Kind, der muss doch irgendwann muss es doch mal fruchten. Wir probieren das mal wieder mit Hausaufgaben. Du liest erstmal dein Buch, genau, du machst Hausaufgaben. Wie geht's dir jetzt, mein Schatz? Dir geht's auch besser, also könntest du dann auch mal deine Hausaufgaben... Nein, Veronika fühlt sich unwohl. Weil wegen krank. Was mache ich denn bei... Oh, was mache ich denn bei Kindern, wenn die krank sind? Mehr? Mehr? Aktion? Slice of Life? Gesundheit? Medizin?
Schwache Blase? Kontaktlinsen? Blähungen? Allergien? Naja, wird ja auch Zeit. So, Hausaufgaben mit links machen. So, du liest dein Buch, sehr schön, du willst ja lesen. Und das sollte dir eigentlich auch Spaß machen, ja. Oh, ist das schön. Irene. Na gut, ihr Lieben, aber ich werde an der Stelle erstmal... Irene, ich habe den passenden Job... Nein, noch nicht. Ich werde an dieser Stelle erstmal Feierabend machen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag und freue mich auf die nächste Folge von Die Sims 4, die 100 Baby Challenge. Bis dahin, ciao!